Herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute geht es weiter mit der Pastellmalerei für Anfänger. Ich habe mir vorgestellt, dass wir dieses Bild, wenn möglich, gemeinsam gestalten. Ich habe mir ein Aquarellpapier genommen, was ich einmal umgedreht habe, weil die Aquarellseite ist sehr grob für die Pastellmalerei. Für die Bilder, die man so zur Probe macht, kann man das gut nehmen. Wenn ihr irgendwann anfangt und macht richtig tolle Bilder, die ihr auch mal verkaufen wollt, dann holt euch am besten Pastellpapier oder direkt speziell geeignet für Pastellmalerei das Papier. Wir starten wieder mit unserem bekannten Himmel. Ich habe mir wieder drei Blautöne hingelegt und möchte jetzt auch eine Regengewitterwolke, die gerade ankommt, machen. Deshalb werde ich das Dunkelblau ein wenig weiter runterziehen. Nehme dann mein Mittelblau, setze das wieder an das Blau heran und auf der linken Seite wird das Wetter schon ein bisschen schöner. So, ich arbeite wieder mit kreisenden Bewegungen, fange mit dem hellsten Ton an. Gehe dann in den Mittelblauton über und verwische alles schön. Gehe dann vorsichtig, nicht zu intensiv waagerecht, weil ich möchte nicht, dass das Dunkelblau zu sehr in den hellen Bereich reinkommt. Auf jeden Fall waagerecht vorsichtig drüber gehen. Einmal abklopfen, einmal ein bisschen die Finger reinigen . So, jetzt setze ich in den Himmel, weil ich möchte ja, dass das richtig so ein bisschen nach Regen aussieht, noch einen zusätzlichen dunklen Ton. Ganz vorsichtig, wenn ihr mit Schwarz arbeitet, müsst ihr super vorsichtig sein, dass euch das Bild nicht zu dunkel gerät. Also ganz wenig Schwarz nur. Dann geht ihr vorsichtig mit kreisenden Bewegungen, so wie ihr das bei den Wolken kennt, wenn wir die Wolken gleich machen. Geht ihr vorsichtig rein und verteilt das Schwarz. Werden dann eure Regenwolken. Jetzt ist das kein richtiges Schwarz mehr, jetzt ist das so ein dunkles Blau, schwarz-blau. Jetzt nehmt ihr Weiß und setzt ein paar Lichter in euren Himmel, weil auf der linken Seite wird es ja heller und da kommt das Licht. Deswegen kann es natürlich gut sein,
dass auch da die Wolken so ein bisschen durchschimmern, dass die ein bisschen angestrahlt werden. Da wir aber kein direktes Licht haben, sondern nur so ein diffuses Licht, haben wir natürlich auch keinen Regenbogen. Hier könnt ihr auch noch die ein oder andere Wolke setzen, die aber wesentlich heller wirkt. Sollte natürlich die Finger sauber haben. Ich nehme jetzt ein normales Stückchen Papier und reißt mir ein Stückchen ab, lege mir das hier hin, wo ich die Wolken ungefähr bis wo ich die Wolken habe und setze oben auf dem Papier, ganz ganz wichtig, auf dem Papier setze ich einen weißen Streifen. Ziehe dann ganz vorsichtig runter, schiebe das dann die Farbe runter. Man sieht jetzt noch nicht viel. Das heißt, ich werde das jetzt nochmal wiederholen. Hin und her wischen, sondern wirklich nur vorsichtig runterwischen. Klappt das ein bisschen hoch? Ja, das reicht mir noch nicht. Ich werde das noch mal ein bisschen anders schieben. Nicht feste aufdrücken, ganz leicht. Dadurch hat man das Gefühl, als wenn weit weg der Regen runterkommt. So, ihr könnt natürlich noch hauchdünn ein paar Striche nachziehen. Dann mit einem relativ sauberen Finger vorsichtig nachziehen, nachwischen, dass das nicht zu doll auffällt. So, und so werde ich das jetzt lassen. Bevor ich mit dem Grün anfange, werde ich mir nochmal die Finger einigermaßen säubern und trocknen. So, jetzt fangen wir mit dem Grün an. Ich habe jetzt ein ganz helles Grün. Damit werde ich den linken Bereich bis ungefähr zwei Drittel des Papieres werde ich mit dem ganz hellen Grün einmal überarbeiten. Dann habe ich ein Beige, nee, das ist mir zu kräftig noch. Ja, das ist jetzt ein Beige. Da werde ich jetzt mir ungefähr, wie ich den Weg haben möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wichtig, ganz wichtig,
je weiter ihr nach unten kommt, desto breiter wird euer Weg. Also oben ganz schmal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist ein sehr heller Farbton. Ich gehe gleich einfach mal mit einer anderen Farbe drüber, damit ihr das etwas besser sehen könnt. Jetzt mache ich das eben zuerst mit dem dunklen Farbton. Gehe jetzt einfach mal hauchdünn den Rand nach, damit ihr, das mache ich jetzt nur für euch, damit ihr das etwas besser sehen könnt, wie ich den Weg gemalt habe. So, ich mache jetzt das Grün bis zum Weg hin. Jetzt möchte ich ein ganz krasses Hell. Ja, das kommt gut. Ihr seht, das ist kaum Unterschied zu dem Grün, aber es ist trotz alledem gelb. Wird so ein Rapsfeld, genau. Da gehe ich jetzt gleich mit Gelb nochmal drüber, dass das also richtig leuchtet. Ihr seht, ich lege für größere Flächen die Kreide immer flach hin. Am Rand gehe, dann male ich auch mal mit der Kante. So, jetzt werde ich einen anderen Farbton nehmen. Und ein anderes Grün nehmen und ein bisschen in das Gelbgrün, was ich vorher gemalt habe, auch reingehen. Und im Prinzip bis fast unten hin malen. Wenn man so Strukturen reinsetzen möchte, dass das aussieht wie ein Feld, dann achtet darauf, dass ihr das waagerecht macht. Hier ist das egal bei dem Bereich, aber wenn ihr hier reingeht, dann solltet ihr das ein bisschen waagerecht machen. Im unteren Bereich gehe ich wieder mit dem dunklen Grün rein. Also ihr merkt, ich von Grüntönen, ich liebe Olivgrün. Passiert immer wieder, dass ich immer wieder zu dem Olivgrün greife. So, jetzt einmal die Finger reinigen, weil wenn ihr jetzt in das Gelb geht, ist natürlich klar, dass ihr habt Dunkelgrün an den Fingern, dass das dann alles zu intensiv grün wird. Jetzt geht ihr waagerecht, aber vorsichtig und malt einmal euer Feld
gelbes Feld nach. Euer Rapsfeld. Jetzt könnt ihr mit dem gleichen Finger ruhig rübergehen in das hellgrün. Und da mit kleinen waagerechten Bewegungen euer Feld nachmalen. Nicht zu fest aufdrücken jetzt, weil es soll ja die Struktur von hell-dunkel soll ja so ein bisschen zu sehen sein. Bevor ihr jetzt ganz nach unten kommt, in euer ganz dunkles Grün, achtet darauf, dass ihr jetzt senkrecht hocharbeitet. Da kommen gleich noch Gräser drüber, deswegen ist das, könnt ihr das jetzt erst einmal mit dem Finger machen. Wieder mal reinigen und jetzt gehe ich bei und sprühe mir das einmal kurz ein. Ah ne, vorher mache ich den Weg noch einmal mit dem Finger, weil das Problem natürlich ist, dass ihr gleich, wenn ihr das jetzt nicht vorher macht und vorher erst einsprüht, könnt ihr das natürlich nicht mehr so verreiben. Soweit wie es mit dem Finger geht. Ansonsten beigehen mit dem Wischer. Und noch einmal abklopfen und jetzt mit dem Haarspray einmal drüber sprühen und ein bisschen warten. Ich habe mir jetzt ein Blatt Papier geholt, damit ich das abdecke und nicht mit dem Ärmel drin liege. Jetzt mache ich auf der rechten Seite, wollte ich einfach ein paar Häuser setzen. Einfach nur ganz einfache Striche. Vielleicht eine Kirche. Könnt ihr machen, müsst ihr natürlich nicht. So ein kleines Dorf. Es geht auch einfach nur darum, dass die Perspektive ein bisschen mehr zu sehen ist. Für die Dächer werde ich mir jetzt einen Pastellkreidestift nehmen, weil das ist wesentlich einfacher. Schwarzen Stift und kleine Fenster rein. Einmal abschütteln. Jetzt mit einem dunkelbraun ein paar Bäume draufsetzen. Also ihr seht, es muss also nicht eine Wahnsinnsstadt werden. Mit einem Grünton.
ein paar Kronen machen von den Bäumen. Jetzt mit einem Gelb. Oh, das ist doch kein schönes Gelb. Ein bisschen anzeichnen, dass von links das Licht kommt. So, und auf der rechten Seite möchte ich ein Busch haben, ein kleines Wäldchen. Das heißt, ich werde hier in dem unteren Bereich ähnlich wie eine Wolke, nur dass das nicht gleich so verwischt wird. Darüber einen helleren Ton setzen mit Grün. Und darüber noch einen helleren Ton. Und mit Braun viele kleine Stämme. Wir können auch mit Schwarz noch ein paar dazwischen setzen. Fällt dann noch ein bisschen besser auf, dass das ein Wald ist. Jetzt mit eurem Wischer von ganz vorsichtig, nicht doll wischen, sondern einfach tupfen, in eure Bäume gehen. So, jetzt setzt ihr einen Schatten. Und zwar habt ihr ja noch ein bisschen von eurem Grün, wo ich gerade die Bäume gemalt habe, in eurem Wischer oder in den Fingern. Und da werden jetzt ein paar Schatten runtergezogen. Und schon habt ihr den Hintergrund soweit fertig. Abschütteln. Jetzt setzt ihr ein paar Schatten . Ihr wundert euch bestimmt, dass ich jetzt einen grünen Schatten auch an dem Haus gemacht habe. Ein Schatten ist nur eine Verdunklung des Untergrundes. Das heißt, wenn etwas Helles ist und ihr dieses Helle spiegelt sich oder wirft den Schatten auf die Wiese, werdet ihr keinen hellen Schatten machen, sondern auch da werdet ihr dann einen grünen Schatten machen, weil, wie gesagt, der Schatten ist nur eine Verdunklung des Untergrundes. Und solche Sachen kann man natürlich wunderbar mit dem Wischer machen. Ihr seht, ich kann den mal querlegen und mal seitlich legen. Also einmal so und einmal so. Je nachdem, wie ich den Schatten haben möchte. Da von links das Licht kommt, ziehe ich den Schatten komplett nach rechts. So, jetzt gehe ich als nächstes und setze die Rasenkante, die dunkle Feldkante, da kann ich einen dunkleren Ton nehmen. Und zwar seht ihr, macht ihr nur da die Kante, wie weit ihr das sehen könnt. Da verschwindet das, da seht ihr die Kante nicht so intensiv, aber hier wieder.
Hier genau das gleiche. Hier seht ihr die Kante deutlich. Ihr schaut ja direkt drauf, da drauf. Auch bis dahin. Da seht ihr sie wieder nicht. Aber hier seht ihr die Kante wieder. So, diese Kante, da wird jetzt, hier möchte ich jetzt Gras hinmalen. Das kann auch ein bisschen intensiver sein, ein bisschen größer sein. Hier vorne direkt. Und ihr seht, ich male wieder mit der Kante von dem Stift. Weil je mehr ihr nach oben geht, ganz wichtig, und immer die Gräser senkrecht hoch oder ein bisschen nach rechts und links, könnt ihr natürlich auch, je nachdem wie der Wind ist, wie der Sturm ist. So, jetzt kommt ihr hier hin und natürlich ist auch da das Gras, aber wesentlich kleiner und es geht in den Weg rein. Hier geht es wieder in das Feld rein, aber es ist schon inzwischen so klein, dass man im Prinzip schon nur noch einen Strich machen braucht. Hier genau das gleiche. Ich werde gleich noch mit einem anderen Grünton malen. Aber erst einmal nur mit dem. Jetzt wieder mein geliebtes Olivgrün. Dass man nicht sagt, oh, das hört aber so abrupt auf. Hier hinten sieht man im Prinzip nur noch so ein paar Flecken. Da braucht es gar nicht mehr ausgearbeitet zu werden. Jetzt gehe ich wieder mit dem Wischer rein und ziehe meine Gräser hoch. In dem Bereich von links kommt ja das Licht. Da das ja ein Weg ist, lege ich den Wischer flach hin und wische die Strukturen in den Weg ein wenig rein. Ich kann das wunderbar die Kante, die man gerade ja schon gemalt hat, auf der linken Seite nicht. Aber ich möchte natürlich auch hier ein paar Strukturen haben, also nehme ich meine Finger, wo eh noch ein bisschen Kreide dran ist, und ziehe hier auch die Strukturen so ein bisschen rein. In dem Fall ist das mal ganz gut, wenn man die Finger noch nicht sauber hat. Jetzt setze ich einen Zaun und
zwar muss der gar nicht so, ich schüttel erstmal ab, dann irritiert das nicht ganz so doll, muss der gar nicht so total gerade sein. Und lasse auf der linken Seite direkt ein bisschen ein paar Lichter stehen. Und auch hier drauf achten, ihr werdet immer kleiner, je weiter ihr nach hinten geht. Aber ganz wichtig, setzt die relativ senkrecht. Es passiert nämlich unwahrscheinlich schnell, dass man schräg, aber schräg wird dabei. So, jetzt gehe ich einfach einmal mit dem Wischer drüber. Jetzt setze ich im oberen Bereich ein bisschen Licht und links auch noch mal ein bisschen heller. Also da braucht ihr euch gar nicht, wer weiß wie doll, aufzuhalten. Da könnt ihr eigentlich nicht wirklich was verkehrt machen mit dem Zaun, außer ihr setzt den ganz schräg. Und dann, wenn dann jemand sagt, mein Gott, warum ist der so schräg, dann sagt er einfach, da ist der Trecker gegengefahren. Auch das ist bei so einem Feld alles möglich. Auf der rechten Seite setze ich jetzt noch ein bisschen mit Schwarz, die Dunkelheit so ein bisschen, verstärke ich noch, den Schattenbereich. Alles noch einmal nach unten hinweg. So, da jetzt an der Stelle ja das auf der linken Seite das Licht kommt, müsst ihr natürlich, ganz wichtig, auch hier einen Schatten setzen. Also mir reicht eigentlich die Wiese noch nicht so ganz. Ich möchte eigentlich auch hier noch ein paar mehr Gräser haben. Jetzt nehme ich mir ein Beige, ein dunkles Beige und setze hier einfach ein paar, ja, ich sag mal so, es könnten Ähren sein, weil in so einem Feld ist nie einfach nur extrem krass gelb, sondern immer ein bisschen unruhig mit anderen Farben, mit Ocker und so. Jetzt möchte ich auf der rechten Seite, was man super viel findet, ist Mohn. Da setze ich jetzt einfach ein paar Mohnblüten rein. Auch da wieder drauf achten. Alles, was vorne ist, wird ein bisschen größer. Ich arbeite jetzt nicht die Mohnblumen komplett aus. Das muss auch gar nicht sein. Schaut mal, ich male das einmal so vor.
sie einfach so eine Blume setzt und auch hier drauf achten, je weiter ihr nach oben weggeht, umso kleiner werden die. Wenn ihr gleich den Mittelpunkt macht, das Schwarze, dann achtet bitte darauf, dass ihr nicht alles gleich schwarz macht. Das heißt, alle genau in der Mitte setzt. Natürlich haben die das in der Mitte, aber nicht jede Blüte ist so, dass sie manche kippen weg und so. Und da müsst ihr darauf achten, dass ihr das nicht alle den Mittelpunkt direkt hundertprozentig in die Mitte einsetzt. Weiter ihr nach hinten geht, da sind immer so Grüppchen mit Mohnblüten. Auf der linken Seite setze ich einfach auch noch, da sind ein paar Blüten rübergekommen. Jetzt setzt ihr mit einem hellen Ton, mit einem hellen Pink, setzt ihr jetzt das Licht in die Blüten rein und auch darauf achten, das Licht selber kommt natürlich von links, egal wie eure Mohnblume gerade gekippt ist. Bei den hinteren ist es nicht mehr ganz so sinnvoll, weil das fällt nicht mehr so auf, das sieht man nicht mehr. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. So, jetzt kommt das Schwarz. Und ihr seht, ich mache immer das Schwarz immer ein kleines bisschen woanders hin. Der Weg noch ein bisschen zu hell. Jetzt habe ich ein bisschen schwarz am Finger, gehe ich noch mal in den Weg rein. So, jetzt kommt bei so einem Zaun, da sind natürlich auch, ist natürlich auch ein Draht. Dafür nehme ich meinen Pastellstift. Hinten sieht man es nicht mehr. So, ich denke mal, dass das so ziemlich fertig ist. Ja, hier, ich setze noch mal eben in dem Bereich mit dem Wischer noch ein bisschen die Gräser nach. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst ein Abo da und schaut in der Infobox, wo ihr mich sonst auch noch finden könnt. Ciao!